Am Anfang war die Erde leer und wüst und nur Gott schwebte über den Chaos. Da befahl Gott, er werde Licht und tatsächlich wurde es hell auf der Erde. Gott fand, dass das Licht eine gute Idee war, aber es gefiel ihm noch nicht so recht. Also trennte Gott das Licht und die Finsternis. Das Helle nannte er Tag und das Dunkle wurde Nacht genannt. Und da verging schon der erste Tag. Am zweiten Tag wollte Gott noch etwas schaffen und er befahl, es soll eine Wölbung unter dem Wasser entstehen. Die Wölbung entstand, wie Gott befohlen hatte, und er nannte die neue Erfindung Himmel. Das war der zweite Tag. Du hast uns deine Welt geschenkt, den Himmel, die Erde. Du hast uns deine Welt geschenkt, Herr, wir danken dir. Dann kam der dritte Tag. Gott hatte jetzt die Nacht, den Tag und den Himmel geschaffen. Aber das Wasser auf der Erde war unverändert. Da befahl Gott, das Wasser soll sich in Tälern sammeln und trockene Erde freigeben. Und das Wasser gehorchte. Das Land, was nicht mehr vom Wasser überspült wurde, trocknete schnell im Licht. Und Gott nannte das trockene Land Erde und die Wasserbecken Meer. Aber immer nur die braune, nackte Erde vor sich zu sehen, ist auch kein so schöner Ausblick. Es fehlte etwas Farbe. Deshalb befahl Gott, nun sollen auf der Erde Bäume und Sträucher wachsen und Gras, Wiesen und Blumen sollen die nackte, kahle Erde schmücken. Und aus dem Erdoberen schossen kleine grüne Grashalme und Kräuter hervor. In rasendem Tempo hatten sie sich über die ganze Erde verteilt und Gott sah, dass es gut war. Hast uns deine Welt geschenkt, den Mond und die Sterne, du hast uns deine Welt geschenkt. Herr, wir danken dir. Am vierten Tag schaute sich Gott den Himmel an und stellte fest, dass der ziemlich leer aussah. Also erschuf er Sterne, Mond und Sonne, brachte sie am Himmel an und gab ihnen ihre Zeit. Der Mond und die Sterne sollen nur in der Nacht zu sehen sein. Die Sonne dagegen soll man auch am Tag bestaunen können. Das passierte am vierten Tag. Du hast uns deine Welt geschenkt, die Vögel, die Fische. Du hast uns deine Welt geschenkt, Herr, wir danken dir. Am fünften Tag erschuf Gott die Tiere. Viele bunte Fische setzte er ans Meer, Walfische und Delfine und viele Vögel in den Himmel. Und Gott segnete sie und sagte, vermehrt euch und füllt die Meere und den Himmel. Das war der fünfte Tag. Am sechsten Tag machte Gott noch viel mehr Tiere. Pferde, Giraffen, Löwen und alle anderen Tiere, die du dir nur vorstellen kannst. Huh?
Und schließlich machte er auch den Mensch. Als Mann und Frau hatte er die Menschen gemacht. Und er sagte zu ihnen, ich hab euch lieb. Ihr dürft hier wohnen und eine große Familie gründen. Und Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Am siebten Tag war Gott dann komplett fertig mit der Welt. Er lehnte sich zurück und ruhte sich aus. Dabei schaute er auf seine Schöpfung und er fand, das Ganze ist eine tolle Idee. Du hast uns deine Welt geschenkt, den Himmel, die Erde. Du hast uns deine Welt geschenkt. Herr, wir danken dir.